Herzlich willkommen zu unserer Sendung Hoffnung um 12. Als die blutflüssige Frau Jesus am Saum seines Kleides berührte, da ging eine Kraft von ihm aus. Und dieselbe Kraft ist auch heute noch da, weil er derselbe ist, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Berühre ihn heute im Gebet. Hoffnung um 12. Heute wollen wir dich wieder ermutigen. Der Herr selbst geht dir voran. Du darfst uns dein Gebetsanliegen schicken auf gebet@missionswerk.de, im Chat oder auch am Telefon bis 13 Uhr. Der Herr selbst geht vor dir her, und das lesen wir in 5. Mose 31, 8. Der Herr selbst geht vor dir her. Er steht dir bei und verlässt dich nicht. Immer hält er zu dir. Hab keine Angst und lass dich von niemandem einschüchtern. Was für ein wunderbarer Vers, der gerade für dich ist. Gottes Auftrag, wenn du da vorwärts gehst, dann geht der Herr selbst vor dir her. Er geht voran. Wie oft überholen wir den Herrn und sagen, Herr, auf geht's, ich möchte und für dich und alles Mögliche. Nein, lass ihn vor dir hergehen und dann habe keine Angst. Er bahnt dir den Weg, wo es vielleicht noch gar keinen Weg gibt. Lass dich auch nicht einschüchtern, auch wenn es noch so anders ist, wie du es gewohnt bist. Er geht dir voran. Sei mutig, geh voran. Er will mit dir sein. Danke, Herr, dass du mit jedem bist und vorangehst. Lass uns auch erkennen, Herr, wo wir dich überholen, wo wir in unserem Aktionismus mehr tun, als du eigentlich möchtest. Dass wir manchmal auch stillstehen, wenn du stillstehst und gehen, wenn du gehst. Zeige du uns das und danke, Herr, dass du uns vorangehst, jedem persönlich, wenn er es haben möchte. Danke, Herr. Amen. Amen. Menschen schicken uns ihr Anliegen und über E-Mail kam dieses: Ich bitte um Gebet für Heilung von Parkinson, Fibromyalgie und Angstzuständen. Danke für euren wunderbaren Dienst. Ihr seid Hoffnungsträger. Und Jesus, wir danken dir, dass alle Hoffnung bei dir ist. Und wir danken dir, dass du auch eingreifst bei dieser Person, wo da geschrieben hat, mit der Parkinson, Fibromyalgie und die Angstzustände. Und Jesus, ich danke dir, dass du dem allem ein Ende machst. Danke, dass dein Heilungsstrom fließt. Danke, dass du sie frei machst von Angstzuständen, dass sie wirklich entmachtet sind in dieser Person. Und ich danke dir, Jesus, dass wirklich eine völlige Veränderung stattfindet an Geist, Seele und Leib. Danke, Jesus. Amen. Amen. Und eine Frau schreibt uns für ihren Mann Folgendes: Liebe Geschwister, bitte beten Sie für meinen Mann. Er hat hohen Blutdruck und ist schwer herzkrank. Ich bitte Gott, ihn zu heilen. Liebe Grüße. Ja, Jesus, und wir danken dir auch für diesen Mann, dass du auch ihn berührst und mit diesem hohen Blutdruck und das ganze Herz. Jesus, danke, dass du es in deine göttliche Schöpfungsordnung zurückbringst, eine Wiederherstellung dieses ganzen Herzens. Danke, dass es normal schlägt, dass es normalen Blutdruck hat, dass es wirklich so schlägt, wie du es vorgesehen hast. Danke, Jesus. Du bist der Herr, du bist der Heiler. Und wir danken dir, dass du jede Krankheit ans Kreuz genommen hast und dass du auch da eingreifst bei diesem Mann und auch bei all den anderen Menschen, die herzkrank sind, wo vielleicht Arterien verstopft sind oder egal was es ist, danke Jesus, dass du eingreifst. Dir ist nichts zu groß und nichts zu klein und ich danke dir, dass du jede Arterie frei machst, dass du jedes Herz wieder in die richtige Funktion bringst. Ich danke dir dafür. Amen. Amen. Schreib uns dein Anliegen oder ruf an, die Infos sind eingeblendet. Und eine Frau schreibt uns für ihre Tochter dieses Anliegen: Liebes Ehepaar Müller, meine Tochter wurde in die Rheuma-Klinik verlegt. Dort liegt sie seit einer Woche und man stellte fest, dass sie einen neuen Schub hatte und ihre Finger und die Blutgefäße in den Fingern noch mehr beschädigt wurden. Sie sind jetzt noch weniger durchblutet. Man sagt, dass das ein irreparabler Schaden ist. Ich bitte so, dass Gott ein Wunder geschehen lässt. Bitte können Sie für sie beten. Ja, natürlich. Und das ist wirklich wieder etwas für unseren wunderbaren Herrn,
Heiland, für Jesus, der alles für uns getan hat. Und wir dürfen glauben, dass ein Wunder geschieht. Danke, Herr. Danke, Herr, dass wir uns eins machen dürfen, Herr, gerade für dieses Anliegen, Herr, dass ein Wunder geschieht. Herr, wenn die ganze Medizin nichts tun kann, obwohl sie gerne möchte, ich danke dir dafür, dass ein Wunder geschieht. Herr, das, was unmöglich ist, lass es möglich sein, dass wieder, Herr, die Blutgefäße, Herr, dass wir wieder in Existenz sprechen dürfen, neue Blutgefäße, Herr, was menschlich total unmöglich ist, ist bei dir möglich. Und Herr, wir glauben, dass du große Wunder tust. Und Herr, danke, Herr, dass du eine Wiederherstellung schenkst. Und wir rufen eine Wiederherstellung in diesen Körper hinein von dieser Tochter. Ich danke dir dafür. Amen. Amen. Eine Frau ist in finanzieller Not und sie schreibt uns: Voller Vertrauen wende ich mich heute an euch. Durch den plötzlichen Tod meines Mannes habe ich, besonders in diesem Jahr, auch die Zahlungen zu leisten, die mein Mann sonst erledigt hätte. Auch ein Kredit, der auf uns beide lautet, ist jetzt von mir alleine zu bezahlen. Ich bitte euch um Gebet für meine finanzielle Hilfe und Gott um Erhörung meiner Bitte. Vielen Dank und liebe Grüße. Danke, Herr, du kennst jetzt diese finanzielle Situation. Herr, ich danke dir dafür, dass wir in erster Linie auch um Weisheit bitten dürfen, um Weisheit, was wie zu regeln ist. Und danke, Herr. Herr, du siehst auch die Kredite, du siehst das Geld, das fehlt. Und Herr, wir bitten dich einfach, schaffe du Lösungen. Herr, ich danke dir dafür. Zeige du Lösungen. Herr, wie das nicht eine Dauerlösung ist, Dauer diesen Stress von wenig Geld, sondern Lösungen. Herr, die in der Zukunft wieder funktionieren und dass das Gleichgewicht wieder hergestellt ist im finanziellen Bereich. Und danke, Herr, öffne du Türen, wo noch gar keine sind. Danke. Amen. Amen. Und Gott erhört Gebet. Gott ist auch mit uns in Prüfungszeiten, wie uns eine Frau berichtet. Vor etwa 5 Jahren bat ich um Gebetsunterstützung für das Studium meiner Tochter. Jetzt, Ende Januar 2021, hat sie erfolgreich ihr Pharmaziestudium beendet. Bei der letzten Prüfung war sie so vom Heiligen Geist geführt, dass ihre Prüfungsangst wich und ihr die richtigen Antworten einfielen. Alle Ehre sei unserem Herrn Jesus. Das ist wirklich eine Freude. Und diese Frau meint, es läuft alles reibungslos. Seitdem ich damals in Essen war, hat Jesus mein Herz verändert. Nun hat er meinen Darm geheilt und auch meine Augen verbessert. Zu Weihnachten hat er meiner Tochter von einer schlecht heilenden Krebswunde geheilt. Mein Enkel hat die Prüfung als Schornsteinfeger bestanden. Es läuft alles reibungslos. Ich bin voller Dankbarkeit. Wie schön, wenn man das sagen kann. Und eine Frau aus dem Norden schreibt uns: Ich hatte euch im Januar einen Hilferuf für meinen Sohn zugesandt. Eine Augenarztuntersuchung hatte ergeben, dass eine OP unumgänglich wäre. Ein Termin beim OP-Arzt brachte das Gegenteil. Seine Sehschärfe ist bei 80% und eine OP nicht nötig. Das alles habe ich zum Teil euch zu verdanken, aber besonders unserem Herrn, der die Gebete erhört hat. Ja, alle Ehre gehört dem Herrn, der wirklich Gebet erhört. Gott tut auch heute noch Wunder, wie auch diese Frau berichtet. Wir haben so viele Wunder erlebt. Gott allein sei in allem die Ehre. Letztes Jahr hat Gott einen 5 cm großen Tumor in meiner Brust, der von den Ärzten als bösartig diagnostiziert wurde, nach circa 12 Wochen aufgelöst. Er lief durch eine Biopsienadel komplett raus. Für die Ärzte ein noch nie dagewesenes Wunder. Gott sei alle Ehre dafür. Ich habe den Ärzten vom ersten Tag an gesagt, mein Gott versetzt Berge und er bringt auch ohne Chemotherapie, OP und Bestrahlung den Tumor aus meiner Brust. Und genau das ist geschehen. Ich möchte euch für euer Mitbeten von Herzen danken. Das ist wirklich ein Wunder. Es läuft alles reibungslos. Was für eine Aussage.
Wer kann heute noch in dieser Situation so einen Satz prägen? Aber das können wir erleben. Und hast auch du so etwas erlebt, lass es uns wissen. Wir freuen uns darüber, es anderen mitzuteilen. Ja, der Tipp des Tages. Lass dich nicht einschüchtern. Und ich gebe dir so eine Art Rezept mit. Wenn du unterwegs bist oder irgendwo bist, wo du laut reden kannst und niemand störst, sag wirklich laut, Gott ist mit mir. Gott ist an meiner Seite. Gott geht mir voran. Das kannst du laut im Wald sagen oder auf dem Weg, auf der Straße, irgendwo, wo es keinen irgendwo stört, weil das gibt dir auch innerlich Kraft und die Überzeugung, dass es wirklich ist. Schick uns dein Anliegen, wir beten gerne für dich und heute auch am Telefon bis 13 Uhr. Ja, ich möchte dir unser neues Magazin empfehlen, völlig kostenlos, jeden Monat neue Infos, neue Inputs und so weiter. Schau dir diesen Trailer an und bestell es gleich nach der Sendung. Jetzt auch für Sie. Das Magazin Freude am Leben gibt es jeden Monat neu. Mit ermutigenden Artikeln für Ihren Alltag und aktuellen Infos aus dem Missionswerk. Und wenn Sie das Magazin zum ersten Mal bestellen, erhalten Sie das Buch Du bist wertvoll von Daniel Müller als Geschenk dazu. Gleich kostenlos bestellen. Ja, Gott ist gut und wir wollen uns verabschieden und wünschen dir einen gesegneten Tag. Alles Gute, der Herr segne dich. Wusstest du, dass du mit deinen Sorgen und Problemen nicht allein bist? Schick uns dein Gebetsanliegen auf missionswerk.de. Dort findest du auch ermutigende Artikel und vieles mehr. Schau doch mal vorbei.